Auf dem Kieselhumes drängen sich 15.000 Zuschauer. Saarbrücken, helle Hose empfängt heute Santiago de Chile. Die Chilenen verteidigen nicht sehr energisch den ausgezeichneten Ruf des südamerikanischen Fußballsports. Die Saarländer spielen kräftiger und schneller und schießen das erste Tor. Diese Leistung macht sie noch zuversichtlicher und sie greifen in einem Tempo an, das die Verteidigungsmöglichkeiten der Chilenen übersteigt. Der Sieg 4:1 ist ein klarer Beweis für den hohen Wert der Mannschaft von Saarbrücken. Zum ersten Mal seit dem Krieg kommt der 1848 gegründete Riesenzirkus Bandair für 11 Tage nach Saarbrücken.